willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Mit den schicken Polizisten hier, die mich ein bisschen nerven. Rennen mir immer im Weg rum. Wie viel brauchen sie noch? Alles, was sie da haben. Eben, sondern einfach von hinten oder alle nach vorne, dann passen da noch einen drauf auf die Fläche. Nee. Notladen die halt eine ganz hinten drauf auf. Auf die aber Fläche geht nicht mehr drauf. Wenn du die ein wenig näher zusammenschiebst, wird es wahrscheinlich gehen. Nee. Nee, zur Not eine oben drauf stellen. Ja, geht auch. Was? Zusammenrücken geht nicht, da muss ein Sicherheitsabstand sein, wissen Sie. Deshalb funktioniert das nicht. Und dann hier zwischen drauf stellen. Das waren dann 9, ne? Ja, warte mal. Sie haben doch da jetzt nicht ernsthaft 2 Paletten geladen. Warum nicht? Profis können das. Die eine sind schon runtergeflogen. Ja, es war Absicht. Ja. Sagen Sie alle. Nein, ich kann ja hier hinten nur noch eine draufladen. Das ist schon alles geplant. Auf Ihrem Hof ist wohl alles geplant. Bestens. Auch die Plantagen. Die Plantagen habe ich aber nur von legalen Sachen. Also wenn sie wollen, probiere ich das, von die hinten ein bisschen zu schieben, aber ich sag, nee, stellen sie die einfach um, drauf ist einfacher. Ja, ist glaube ich sinnvoller, sonst schmeißen wir hier alles runter. Inzwischen sind sie ja da geübt drinnen. Ich? Ja. Ja, ja. Inzwischen einfach. Geht ruhig zu gehen. Gut, also, warte mal, was hatte ich jetzt ausgerechnet? 16.800. Minus 7.000, also 9.800. Yep. Vergessen Sie nicht, die Spanngurte festzumachen, ne? So, ist ja, raus. Sind doch alle fest. Was haben Sie gesagt, wie viel das waren? 7.000? Ja. Nee. Komm, was ist das gar nicht? 9.800. Genau, die haben Sie bekommen. Yep, dankeschön. Ja, wollen Sie den Herrn Richter gleich behalten? Wollen Sie die Führerscheinprüfung gleich machen? Nein, ich habe gerade kein Fahrzeug dabei. Oh. Sie können auch den Trecker haben. Kurz. Nee. Wie gesagt, okay. 12 Uhr war der Termin. Ja, ich fahre dann innen runter. Schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Alter, die denken auch, wenn sie kommen, dann müssen wir springen, ey. Sind wir so weit von. Ja. Herr Varuna? Ja. Ich beute mal kurz nochmal Ihren Teleskopstapel, da war eine Palette anscheinend nicht festgezogen.
Ja, ich hatte extra gesagt, machen Sie die obere Nummer richtig fest. Ja, die obere war fest. Vorne war einer nicht richtig fest. Obwohl der Spanngurt gezogen war. Ja, dann machen Sie mal hin. Oh, danke schön. Bitte. Eigentlich sollte die Polizei sich ja mit Ladungssicherung auskennen. Das Spektakel schaue ich mir doch gerade mal an. Hallo! Hi, ich wollte einfach mal gucken kommen, was sie hier machen. Ja, ich bin nicht gefahren, hier steht eine Palette. Ich sehe es. Dazu auch, um Spanngurte zu kaufen oder was? Hat er extra gesagt, sie sollen gucken, dass sie die richtig festmachen. Wie, ich sollte die festmachen? Mir egal wer, aber ich hatte gesagt, gucken sie. Also ich bin davon ausgegangen, dass der Fahrer dafür verantwortlich ist für die Ladungssicherung. Da haben sie recht, sie sind ja auch Polizist. Naja, dann viel Spaß noch. Jo. Guten Tag noch. Tschüss. Ich muss gleich mal ins Tablet gucken, und zwar wegen meinen, wegen dem Feld, wegen dem Pachtfeld. Da könnte ich eventuell nochmal, wenn ich schnell genug bin, drüber kalken, drüber düngen. Gut, ja. Dann laufen wir mal schnell nach Hause. Ja, warte mal, ich gehe durch den Wald. Ich habe keinen Bock auf die Leute. Keinen Bock auf die zwei. Nochmal drüber düngen. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Könnte aber passen. Dann hätte man nämlich soweit sogar fast die optimale Ausbeute raus von dem Feld. So, ich hoffe mal, dass das jetzt zeitlich noch hinhaut. Rechnungen habe ich, glaube ich, alle bezahlt. Das passt soweit.
glaube ich, noch die Pflegebereifung drauf, hoffe ich zumindest, dass das alles passt. Rechnungen habe ich soweit auch alles bezahlt. Steuerbescheid kriege ich dann nächste Woche. Da gab es eine Umstellung. Wie gesagt, das müsste alles passen. Jetzt haben wir genau noch ein bisschen Zeit, hier das Feld zu düngen. Und dann ist das wahrscheinlich nächste Woche bereit zum Ernten, die Gerste. Ist nicht weit weg vom Viehhändler. Werde ich wahrscheinlich, lohnt es sich, das LU zu beauftragen? Ja, eigentlich schon, weil die Fahrtkosten relativ gering sind. Pro Ladung 200 Euro, selbst wenn es 500 sind, haben wir pro Ladung noch Gewinn. Also werde ich das LU beauftragen, hier abzufahren zum Viehhändler verkaufen. Und ich werde dann hier ernten. Ist ein guter Plan. Vielleicht brauche ich jetzt sogar Gerste. Hallo, ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann, Volker hier. Jo, was geht's? Du, ich hätte im nächsten ein bisschen Gerste. Interessant. Gerste? Gerste. Und theoretisch dann auch Stroh. Ja, doch, könnten wir ankaufen. Jo, nächste Woche wäre das. Vermutlich. Ja, also. Mitte der Woche vermutlich. Gut, würde mich dann sowieso nochmal melden, weil ich bräuchte dann auch wieder einen Strohabfahrer. Oder je nachdem, wenn ihr das Stroh auch haben wollt. Könnt ihr das ja. Gut. Kriegen wir hin. Okay, gut, dann danke erstmal. Bitteschön. Tschüss. Jetzt bin ich irgendwie falsch gefahren. So. Gut, dann kriegt man nämlich alles hier verkauft. Das ist ja perfekt. Und ich sollte tatsächlich schaffen, dass wir hier auf komplett zwei Düngestufen kommen.
Dann ist nämlich perfekto. So, um 12 ja, muss ich gucken, dass ich ein Auto eigentlich habe. Heißt, da werde ich gucken, dass ich vielleicht vom Jürgen sein Audi krieg. Für die Prüfung von dem Polizei möchte ich gern Typi. Ey, der Regen, der nervt mich ja auch, ne? Was willst du machen? Irgendwas mit größerer Arbeitsbreite. Aber das kostet Geld und Geld ist ein bisschen ein heikles Thema. So, ich muss leider natürlich so die Spur überprüfen. Sonst, ich habe halt leider keinen Anhaltspunkt, wo ich schon war und wo nicht. Gut, gut, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.